Hallo Freunde der Nacht, Arena Season 3 ist vorbei und wir beziehen unser Büro. Willkommen beim Update-Stream Nummer 12 von mir, Chris von Just2D und wir entwickeln hier aktuell das Spiel Drover Forsaken Kin. Und es ist soweit, die Arena ist vorbei. Wir haben es geschafft, Season 3 ist durch und es gibt einen Gewinner, das habe ich mir hier schon auf meine Liste aufgeschrieben. Und ich gratuliere nochmal hier herzlich den Platz Nummer 3 Gecko, Platz Nummer 2 Nexonin und Platz Nummer 1 ungeschlagen Baby. Das heißt, das kleine Gewinnspiel ist vorbei. Wir hatten momentan die Arena entwickelt. Das war so ein kleines Spin-off von unserem Hauptspiel. Das ist so, also das Spiel zeigt quasi so unser Kampfsystem. Und dort haben wir quasi eine Arena eingebaut. Man kann halt kämpfen gegen 4 Wellen und dann kann man was gewinnen. Und zwar bekommt Baby von uns 100 Euro, Nexonin 50 und Gecko 25 Euro. Gratulation! Freue mich für euch, habt ihr super gemacht. Es war super spannend, es wurde heiß gebettelt bei uns im Discord. Hat super viel Spaß gemacht, das zu beobachten. Aber Baby, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir machen ja immer noch ein Rollenspiel und nicht nur ein Kampfspiel. Deswegen haben wir diesmal bei uns in der Arena auch eine kleine Schnitzeljagd eingebaut. Da konnte man so kleine Hinweise finden und wenn man denen gefolgt ist, konnte man quasi das Rätsel lösen, das Fest des Feuers. Und dort hat Lortitz gewonnen und Lortitz bekommt jetzt die Ehre oder darf sich freuen, sich eine Sache auszusuchen, wie er bei uns im Spiel verewigt werden möchte. Das kann zum Beispiel ein NPC sein oder eine kleine Questreihe oder ein Gegenstand, wie er möchte. Wir reden mit ihm und ich bin super gespannt, was er da machen möchte. Aber es haben noch mehr Leute die Schnitzeljagd gelöst und zwar der Reihenfolge nach Fabsi, Gecko, Unicat, Stormchicken 5, Dill Cripple, Prolektron, Just Nexo, Baby und Bonsai. Auch an euch Gratulation. Mega cool und ihr bekommt natürlich auch alle eine Belohnung und zwar werdet ihr in unserem Spiel verewigt. Sprich, wie genau wissen wir noch nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr in einem Buch drin steht, euren Namen, aber eure Namen werden für immer in unserem Spiel drin bleiben. Dann habe ich noch ein paar kleine Fakten so ein bisschen zu unserem Spiel. Wir haben jetzt über 150 Spieler in unserer Arena gespielt und es wurde am meisten mit dem Dolch gekämpft. Wir hatten hier einen Dolch, eine Axt, einen Bogen, Speer, aber im Endeffekt ist alles so ein bisschen ausgeglichen. Und im Endeffekt würden wir auch sagen, hat sich die Arena für uns gelohnt. Sie hat super viel Spaß gemacht. Auf dem Discord war viel los. Wir haben mal probiert, das vom Discord ein bisschen losgelöst zu betrachten und sind eigentlich super zufrieden aktuell damit. Woran arbeiten wir denn jetzt genau gerade, nachdem die Arena jetzt vorbei ist oder während der Arena ja schon, weil die Arena war ja schon fertig, als wir sie veröffentlicht haben. Wir arbeiten gerade natürlich an unserem Hauptspiel, Drover Forsaken Kin. Es gibt sogar schon einen Teaser, den ihr herunterladen könnt, für die, die noch nicht gespielt haben, weil dort seht ihr quasi unsere Vision von unserem Spiel. Und aktuell hat unser Spiel ja 5 Kapitel und wir arbeiten gerade am ersten Kapitel. Und das erste Kapitel müsst ihr euch vorstellen, dass man in die Welt geworfen wird, man muss sich orientieren und dort findet man oder lernt man die beiden Fraktionen kennen. Wir haben 2 Fraktionen bei uns im Spiel und du als Player kannst diese Fraktion dort kennenlernen, du guckst, was haben sie und natürlich musst du dich am Ende auch einen von beiden Fraktionen anschließen. Und welchen du dich anschließt, ist dir überlassen, aber wir designen gerade die Fraktionen, bauen die gerade ein und wir arbeiten hier mit Unity und dort sind wir gerade fleißig am Machen und wir machen relativ guten Progress, wir sind super zufrieden und das Spiel macht uns schon so ein bisschen selber Spaß, aber das muss es ja natürlich auch machen. Der andere Punkt ist, der dritte Punkt ist, wir haben ein Büro. Und das ist so, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Herzen, das ist ein Traum, der für uns in Erfüllung geht, dass wir haben jetzt ja gegründet, wir sind jetzt ein Studio, schon länger und jetzt ist quasi soweit, dass wir ein Büro beziehen. Wir haben ein Büro hier in Magdeburg gefunden, dort werden wir mit 6 Leuten, also wir sind ja insgesamt 11 Leute, die an Drover entwickeln, das heißt 6 Leute werden im Büro arbeiten, 5 Leute werden über Homeoffice mit uns arbeiten, das sind zum Beispiel Leute, die kommen aus Leipzig, aus Celle und so weiter und so fort, die können halt nicht nach Magdeburg kommen und das wollen wir denn auch nicht natürlich forcen, dass sie hierher kommen müssen, sondern wollen die Möglichkeiten anbieten, dass sie von zu Hause aus arbeiten können, aber wir sind 6 Leute hier aus Magdeburg und wir wollen alle ein Büro haben. Und da sind wir jetzt dabei, wir haben jetzt Tische, Stühle bekommen, eine Küche haben wir jetzt gekauft, da gibt es auch ganz viel Content bei uns auf TikTok, könnt ihr uns verfolgen, dort lade ich ab und zu mal ein paar Videos hoch oder ihr nehmt euch so ein bisschen mit. Dort ist auch bald ein richtig geiler Livestream, wie wir quasi die Küche und alles aufbauen oder so und euch das zeigen, wie unser Büro eingerichtet wird. Wenn ihr aber Interesse habt, kann ich hier auf YouTube auch mal ein Video hochladen. Schreibt es einfach mal in den Kommentaren. Das war es eigentlich so, das sind so diese 3 großen Sachen, die diesen Monat passiert sind. Ich halte euch up to date, folgt uns wie gesagt auf TikTok, kommt auf unser Discord, dort könnt ihr mit uns in Kontakt kommen, mit uns was erleben. Wir freuen uns drauf. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Monat und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut!